Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben eine zweite Bücherschranktour gemacht und dabei gefilmt. Und hier sind erstmal die Vlog-Ausschnitte davon. Wir sind an der ersten Bücherschrank. Ja, eben dieses Buch gefunden. Wir haben kurz aufgeschrieben zu filmen, weil Leute vorbeikamen. Ich habe früher mal all diese Ponyflugbücher gesammelt. Ich hatte eine ganze Liste davon. Ich habe das gerade noch gefunden, jenseits des Meeres, und es ist innen wirklich schön, mit Wellen. Aber ich weiß nicht, worum es geht, ich müsste das mitnehmen und recherchieren, denn es hat seine Hülle verloren. Guck mal, diese Büchersäule hat Lampen. Wir sind beim nächsten Bücherschrank, das ist hier in der Bushaltestelle. Ich habe eben schon einmal gefilmt und dann war der Ton aus, also... Ja, auf jeden Fall ein technischer Profi. War zuerst ein bisschen schockiert, weil hier ein Schimmel des Buches ist. Aber ich glaube, es ist nur das eine Buch. Ich glaube nicht, dass alles hier schimmelig ist. Ah, wobei das ist auch sehr schmutzig. Was ist das denn? Das ist nicht so schön, dieser Staub hier. Aber ich wollte das mitnehmen. Noch ein Buch, bei dem ich nicht genau weiß, was es ist, aber ich werde das zu Hause genauer recherchieren. Yoga und Meditationsbuch. Aber ich glaube, ich brauche kein Yoga- und Meditationsbuch. Okay, ich denke, wir können dann weiter. Wir sind angekommen. Das ist aber krass hier, weil das irgendwie die ganze Bushaltestelle ist. Die Bestimmung, nicht, dass ich das lesen wollte. Also ich habe das schon gelesen. Mal den ersten Teil. Das ist aber, glaube ich, die Nacherzählung. Nicht Mixturation. Das ist seine Vorgeschichte oder Nachgeschichte. Ich weiß es nicht. Egal. Vergesst, was ich sage. Spiel der Zeit. Ah, ich dachte, die habe ich oft gesehen, aber wollte ich die lesen. Zwei Familien im Kampf um Liebe, Macht und Freundschaft. Ich weiß nicht, ob ich das lesen wollte, das gehört aber, glaube ich, dazu. Das Vermächtnis des Vaters. Mr. Body, soll das abgeschnitten sein? 24 Adventskalender. Ah, guck mal. Das ist ein seltsames Buch. Vor allem, was ist der Vorteil davon? Also, das ist dann der Adventskalender, aber... Nein. Das überzeugt mich gar nicht. Der Lustmolch. Der Lustmolch, was ist das für ein Titel? Trauma, Stein und Feder. Bestseller. Das sieht spannend aus. Der geheimnisvolle Garten. Vorteilspreis für Stammkunden. Ah, die Märchen von Beedle den Baden sind hier. Guck mal, jemand hat das abgegeben. Das ist ein bisschen herzlos. Ein bisschen herzlos. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Auch wenn ich das schon habe, aber... Ich finde bestimmt jemand, der das noch nicht hat und das haben möchte. Und dann kommen wir jetzt zu dem Teil, in dem ich euch die Bücher genauer zeige, die wir gefunden haben. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt alle in der richtigen Reihenfolge habe, aber ich denke, ihr könnt mir das verzeihen. Als erstes habe ich auf meinem Stapel die beiden Bücher aus der Clifton-Saga, die wir gefunden haben. Ich habe das immer mal irgendwo gesehen, aber ich bin jetzt niemand, der allzu viele historische Romane liest. Aber ich bin sehr gespannt, diese beiden zu lesen. Ich glaube, die sind sehr... Also man sieht die immer, ich finde die Cover schön. Ich bin gespannt, mal reinzulesen und zu schauen, ob mir das gefällt. Und ich hoffe eigentlich, dass es mir gefällt, denn eigentlich würde ich gerne mehr Historisches lesen, um so ein bisschen mehr allgemein Wissen zu bekommen. Weil im nächsten Buch bin ich noch gar nicht sicher, ob ich das lesen werde. Das ist... Der Traum aus Stein und Federn. Traum aus Stein und Federn von Louis de Bernier. Und ich habe versucht nachzulesen, worum es darin geht, aber ich habe es noch nicht ganz erfasst. Das ist so ein Buch, wo hinten drauf nur Zitate von Zeitschriften stehen. Ich glaube, das ist eine Geschichte über eine Stadt. Hier steht, mit schillernden Farben erschaffte er einen Kosmos, in dem vor 100 Jahren Türken und Griechen, Christen und Muslime in Frieden nebeneinander lebten. Und dann geht es irgendwie um diese Stadt im Südwesten Anatoliens. Und ich werde einfach mal sehen, ob ich das lese. Irgendwie hört es sich interessant an, aber irgendwie auch nicht. Also vielleicht ist es ein Buch, wo ich einfach mal reinlese und schaue, ob der Stil mir gefällt und ob ich dann Lust habe, das weiterzulesen. Falls jemand von euch das gelesen hat, schreibt mir das auf jeden Fall super gern. Das würde mich total interessieren, ob das Buch es tatsächlich wert ist, gelesen zu werden oder ob das ja eher langweilig ist. Sehr gut, dann kommen wir zum Buch aus dem verschimmelten Bücherschrank. Nein, der Schrank war nicht verschimmelt, es ist da nur ein bisschen Schimmel dort. Und das ist Ein gewisses Lächeln von François Saint-Jean. Ich weiß es nicht.
Und das ist, glaube ich, einfach ein Roman. Also ich habe hier drin gelesen, worum es geht. Es geht um die Entwicklung von einem Mädchen zur jungen Frau. Und ich freue mich eigentlich darauf, es zu lesen. Ist kurz. Und es scheint einfach ein Roman zu sein. Ich bin mal gespannt. Das nächste Buch hat mich sehr gefreut, dass ich das gesehen habe. Beziehungsweise, als ich das gesehen habe, war ich nur so, ist schön. Es heißt Weideland hinter den Bergen. Es ist übrigens von Richmond Hobson, falls ihr euch gefragt habt. Es steht nicht vorne drauf, interessanterweise. Und dann habe ich das nachgelesen. Und das sind die autobiografischen Erzählungen oder Erinnerungen von einem Rancher in den USA, der eine Ranch geführt hat und Cowboy war. Ich weiß nicht genau, welchen Teil seines Lebens dieses Buch umfasst. Aber ich habe richtig viel Lust darauf, es zu lesen. Das ist sowas, was ich als Kind sehr, sehr viel gelesen habe. Also sowas wie Mein Freund Flicker habe ich immer noch hier stehen. Das sind einfach Bücher, die ich immer sehr geliebt habe. Und das spielt auch in Wyoming. Und deswegen freue ich mich darauf, das zu lesen. Und vielleicht ist es ein bisschen mehr für Erwachsene geschrieben als jetzt die Pferdebücher, die man so als junges Kind gelesen hat. Genau, dann. Das hat mir sehr gefallen. Dort habe ich ja auch in den Ausschnitten schon gezeigt. Das ist einfach super schön in. Das ist Jenseits des Meeres von Jean Walter. Jean Walter, ich weiß nicht, ohne H geschrieben. Wie spricht man das denn aus? Ist auf jeden Fall ein Brite. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, als ich gesehen habe, was heißt enttäuscht? Aber das ist ein Buch über Flucht, also ein Junge und sein Großvater fliehen aus einer Kriegsregion. Ich weiß nicht welche. Ich weiß auch nicht, ob das eine reale Geschichte ist, also ob das so real passiert sein könnte, ob das immer eine reale sozusagen Krisenregion auf der Welt ist oder ob das eher halt ja, eine fiktivere Welt ist. Weiß ich nicht, habe ich nicht herausfinden können. Ich weiß aber nicht, ob ich das lese, weil das irgendwie sehr politisch für mich erscheint. Speziell, weil es halt ein Brite geschrieben hat und irgendwie niemand, der jetzt sagt, also so von seiner Flucht erzählt oder so. Das fände ich super spannend. Aber wenn man das so von außen erzählt, dann weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht, ob ich das lese. Da muss ich mal sehen. Auch da, falls es jemand kennt, dann sagt es gern. Ich habe nicht viel über das Buch finden können. Deswegen bin ich, glaube ich, auch unsicher, ob ich das lesen sollte. Weil ich irgendwie nicht viele Informationen finden konnte. Und das hat halt gar nichts mehr. So kein Klappentext, keine Informationen über den Autor, nichts. Ich konnte das nur kurz googeln, aber ich habe nicht so viel rausfinden können. Und das Beste zum Schluss, die Märchen von Biedel dem Barden. Ich habe sie tatsächlich nicht hier. Ich dachte, ich hätte sie hier. Aber sie sind bei meinen Eltern geblieben, bei deren Harry Potter Sammlung. Das heißt, jetzt haben wir das auch für unsere Sammlung. Aber ich glaube, wir haben das schon, aber auf Niederländisch. Aber egal, wir haben es nicht auf Deutsch. Und jetzt habe ich es auf Deutsch und es ist noch in einem richtig guten Zustand. Also das ist sehr bemerkenswert. Ja, muss ich auch noch mal lesen bei Gelegenheit. Ich habe die, glaube ich, alle gelesen irgendwann mal. Glaube ich auch mal analysiert in der Schule für ein Märchen, Märchenanalyse oder so. Also als wir ein Märchen aussuchen sollten, nicht, dass unsere Lehrer das mitgebracht hätten als Märchen, das man im Unterricht besprechen sollte. Aber ja. Genau, das sind die Bücher, die wir dieses Mal gefunden haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dabei zu sein und ich freue mich total darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis demnächst!